heute was zum Thema Traum im Film. Was fällt Ihnen da zuerst ein? Los. Dr. Zhivago. Gut. Du? Fliegen. Ja. Und du? Ja, gute Frage. Danke. Ja, irgendwie karrieremäßig was. So ja. Hoch hinaus. Der eigene Traum sozusagen. Ja, genau. Ich finde es ganz entspannt manchmal oder spannend zu sehen, wie sich das entwickelt. Dann am Ende ist vielleicht doch alles ein Traum oder nicht. Ja. Wenn es halt nicht zu verwirrend ist, das kann man sich gerne anschauen. Manchmal ist es ja auch erleichternd, wenn es am Ende doch nur alles ein Traum war. Ja, das stimmt. Ihre erste Assoziation zum Thema Traum im Film? Traum im Film. Eine schöne Frau. Na, alles, was man nicht selbst erleben kann, kann man dann im Film so sehen. Und, ah. Ja. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Im Film ist alles möglich. Ja. Im Traum auch. Mein Traum ist, dass ich einen Mustafa heirate. Ein Typen, der Mustafa heißt? Ja. Okay. Und Fernsehen? Kann sein. Schlagwort Traum im Film. Was fällt Ihnen dazu ein? Dass der Film nicht so langweilig ist, dass ich dabei einschlafe. An Stephen King-Film? Keine Ahnung. Ah, das ist albtraummäßig gewesen. Der hat doch so einen Film. Wie heißt denn der? Dreamcatcher oder so, ne? Die fabelhafte Welt der Amelie. Es gibt einen Film, der heißt Die Karte meiner Träume. Jennifer Lopez. The Cell. Ja, der war gut. The Cell, richtig. Vergiss mein nicht, ist mein Lieblingstraumfilm. Kennen Sie den? Nein, keine Ahnung. Das ist so ein Liebespärchen, was irgendwann nicht mehr verliebt ist und sich gegenseitig aus dem Gehirn löscht. Kommt vor. Ja, Inception. Also bei Inception, ja, klar. Ja. Aber bei anderen war es mir teilweise nicht so relevant, dass es da um den Traum geht. Ich fand das sehr gut. Also eigentlich ein von den besten Filmen, was ich jemals gesehen habe. Ja. Ich habe ihn nicht ganz verstanden. Weil man nie weiß, wann er eigentlich wirklich Traum und wann Realität ist. Und am Ende weiß man das immer noch nicht. Ja, das muss dazugehören. Im Leben muss man sonst alles verstehen und im Film darf man das nicht verstehen. Das ist auch okay. Hattet ihr mal einen interessanten Traum, von dem ihr sagen würdet, das müsste man mal verfilmen, ey? Oh, keine Ahnung. Ich glaube eher nicht. Also nichts, was ich gerne hätte, dass es verfilmt wird. Schön gesagt. Ja, aber ich glaube, ich sehe den Filmstoff nicht. Sei alle! Sicherlich, ein Traum auf einer einsamen Insel mit meiner Frau wäre super. Allein auf einer einsamen Insel mit meiner Frau. Ja. Echt ein Traumtagebuch hast du gefunden? Da war ich aber 10 oder so, 11. Aber das musst du unserem Regisseur in die Hände spielen, vielleicht macht er da was draus. Gott, wo ist das denn? Viele kriegen es offenbar gar nicht mit, wenn es sich um Traumsequenzen im Film handelt. Und was ich auch spannend finde, ist, dass es mehr Leute, als ich dachte, gar nicht zu stören scheint, wenn sie den Film nicht verstehen. Sind sie eingeschlafen? Nicht einschlafen! Nennt man sie Cineast oder ist das verkehrt? Das weiß ich nicht. Also meine Freunde sagen einfach Micha zu mir, also von daher.